Alle Leute, herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4. Ihr wisst ja, was ihr guckt, denke ich mal. Sonst wärt ihr nicht hier. Nichtsdestotrotz machen wir gerade weiter. Und ja, da oben passiert nicht wirklich viel. Wir sind drauf und dran, hier oben irgendwie eine Invasion zu starten. Wenn wir denn mal die passende Forschung durchbekommen. Wo ist sie? Da ist sie, 26 Tage. Ja, hoffen wir mal, dass das auch schnell funktioniert dann. Hier werden komischerweise, hier wird eine dänische Flotte angezeigt. Und aus welchem Grund auch immer will meine Flotte die nicht angreifen. Ich meine, in der letzten Folge, da haben wir schon so ein paar dänische Schiffe versenkt, aber was geht mit der Flotte hier? Ich meine, es kann doch nicht sein, dass die paar U-Boote da hinten so komplett dafür sorgen, dass meine Flotte da hinten nicht mehr rauskommt. So, Rumänien. Nee, Jugoslawien. Nicht Rumänien. Jugoslawien. Zeig mal, was du drauf hast. Wie gesagt, im letzten Let's Play Jugoslawien hat alle fertig gemacht. Italien, Deutschland, Ungarn, alle. Und mal gucken, ob die es diesmal auch hinbekommen. Während meine Armee hier irgendwie noch nicht mal hinbekommt, über den Bosporus zu setzen. Ja, man muss auch sagen, da sind ziemlich fucking viele Divisionen auf der anderen Seite. Ja, ich glaube, es wäre sogar sinnvoller. Oh, ist es soweit. Wir haben die Flotte angegriffen. Wunderbar. Ist es vielleicht sinnvoller, von hier oben runterzukommen? Eine Frontlinie. Keine Ahnung. Sagen wir hier. Und eine Angriffslinie. So. Wo wollt ihr dann lang? Okay, nehmt den langen Weg zurück. Das ist okay. Das will ich sogar. Ich will nicht, dass sie hier irgendwie irgendwelche komischen Marineübersetzungen oder sowas macht. Und hier unten die Armee, die nicht in Afrika ist, sondern im Moment an der Ostfront, ist fertig. Hat alle... ja, wenn ich jetzt einmal mit Afrika aufräumen, ist die Frage. Könnte ich eigentlich machen? Folgendes. Erstmal wird das hier passieren. Ja, irgendwie. Also ich suche die Streifen. Okay, ja, alles klar. Dann werdet ihr das mal bitte für mich tun. Ja, der Suezkanal dürfte jetzt ja unter unserer Kontrolle stehen hier. Suezkanal Freund, alles klar. Hier oben wird immer noch ganz schön viel versenkt oder auch nicht. Und hier werden wir jetzt angegriffen. Okay, halt, warte. Oh, hier ist ja... Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass da ein Crossing Point ist. Hm, ne. Dann brauche ich natürlich gar keine Seeinvasion. Nein, dann kann ich hier einfach so hoch. Oh, ist das nicht wunderbar? Und würde sagen, wieso ist die Frontlinie zu lang? Komplett 24 Truppen? Ja, bitte schön, da rein. Okay. Die sagen, wir seien unterlegen. Und Armee noch in Vorbereitung. Ja. Wasserstraße ist natürlich das Problem. Da müssen wir gleich mal gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen. Das hier unten. Das ist echt ein Witz. Die haben mittlerweile... Ist hier ein Hafen? Ich weiß es gar nicht. Die haben mittlerweile, glaube ich, noch nicht mal mehr einen Hafen. Das heißt, die bekommen auch gar keinen Nachschub oder sowas.
Aber sie schaffen es trotzdem nicht. Also unsere, die Spanier schaffen es trotzdem nicht, da irgendwie das Land zurückzuerobern. Nun gut. Ich möchte niemanden verurteilen. Und da oben ist auch noch ein bisschen Kanada übrig, was von den eigentlichen Vereinigten Staaten verteidigt wird. Ich weiß nicht, ist es logisch, euch jetzt hier... Kann ich das mittlerweile? Region abtreten. Das ist Quebec. Vielleicht muss das erstmal so ein bisschen unter der eigenen Kontrolle stehen, bevor man das abgeben kann. Ich kann das einfach nicht abgeben. Das ist nicht in der Liste drin. Das sind alles russische Gebiete. Boah, nee, geht nicht. Wieso auch immer. Vielleicht, weil wir es nicht komplett kontrollieren? Ich meine, da unten fehlt uns so ein bisschen was. Gute Frage. Jugoslawien hält gut durch, so wie es aussieht. Großalbanien. Auch faschistisch, aber aus irgendwelchen Gründen trotzdem bei den Alliierten. Was waren da nochmal? Ich glaube, die Italiener wollten die annektieren, aber dann sind die doch zu den Alliierten gegangen. Meine Güte. Landungsfahrzeuge sind fertig. Hatten wir nicht auch einen Bonus hierfür? Oder war das, so ein einheitlicher Bonus? Ja, das ist natürlich doof. Pass auf, Dezember 41. Was geht hier ab? Das ist erst wieder 43. Hier ist 42. Dann beginnen wir hier schon mal mit der Erforschung. Bessere Erforschungen. Und ihr seid immer noch gut unterwegs. Und ein paar Truppen versuchen immer noch sich loszureißen, so wie es aussieht. Wie sieht's bei euch aus? Schon ein bisschen besser. Mehr Konvois versenken. Warte mal, wie viele? Okay, keine Infanterie kommt dann mehr raus. Hier sind 15 mittlere Panzerbataillone. Aus euch mache ich jetzt eine dedizierte Panzerarmee. Und zwar unter Hasso von Manteuffel. Und ihr bekommt eine relativ kleine Frontlinie. Und so ziemlich dieselbe Angriffslinie wie meine eigentliche Armee da unten auch. Allerdings mit Go-Go Super Agro-Befehl. Und ihr, ich glaube, euch sollte ich sogar hier oben zu der Armee stecken. Auch wenn ihr richtige Truppen seid. So, Wunderwaffen Dings ist abgeschlossen. Ja, was mache ich jetzt? Slowenien fordern ist nicht mehr. Deutsche Wettbewerb nicht. Angriffspakt kann ich auch nicht mehr machen. Ja, im Grunde genommen. Ist der Baum jetzt leer geforscht? Ich könnte noch die Maginot-Linie umgehen. Allerdings will ich das nicht machen, weil ich dadurch ein... Ach nee. Auswirkung. Ich bekomme gar keinen Kriegsziel gegen Niederlande mehr, nur noch gegen Belgien und Luxemburg. Okay. Ja, der Rest ist eigentlich... Das Einzige, was ich noch erforschen kann, ist die Maginot-Linie umgehen. Was ich definitiv nicht mehr brauche. Und ein deutsch-sowjetischer Nicht-Angriffspakt, den ich auch nicht mehr brauche.
So, was mache ich jetzt mit diesen super tonnenweisen politischer Macht? Ich muss mal gucken. Politischer Machtzuwachs brauche ich jetzt definitiv nicht mehr. Gegen wen tauschen wir dich denn mal aus? Auswirkungen von Partisanen. Ist eigentlich ganz gut. Hinterzimmer, Meinungsfaktor, Handelsabkommen. Ich glaube, Mr. Himmler ist eigentlich für die jetzige Situation eine gute Wahl. Wegen den Partisanenauswirkungen. Wir haben ja im Moment ziemlich viel besetztes Gebiet. Und wenn die nicht mehr so viel Schaden anrichten können, ist das auch schon ziemlich, ziemlich gut. So, Blitzkrieg-Theoretiker, Armee-Erfahrung brauchen wir jetzt auch nicht mehr wirklich. Was haben wir denn hier alles? Das sind alles so Doktrine und so. Ich meine, was im Moment vielleicht gut wäre, wäre Werner von Heisenberg, also Werner Heisenberg, noch nie von Heisenberg, nein. Für die Atomforschung, die wir bald theoretisch anfangen zu machen. Obwohl maximale Geschwindigkeit für gepanzert ist schon nicht schlecht. Ich habe, na, also das behalten wir nochmal im Hinterkopf, gucken, ob wir es machen werden. Luftangriff, Marine, Angriffspanzer. Hier unten ist eigentlich noch alles ziemlich gut, würde ich sagen. Hier auch. Da sollten wir nichts verändern. Nach Bedarf, Kriegswirtschaft. Haben wir hier noch was Besseres? Generalmobilmachung. Ist allerdings für minus rekrutierbar Bevölkerung, die wir auf jeden Fall brauchen. Finnland. Können wir mit dir noch irgendwie... Wieso können wir... Ach so, wir können nur faschistische Nationen garantieren. Können wir dich... hier ist was wir machen können. Parteipopularität steigern, faschistisch. Das können wir doch machen. Vielleicht kommen die auch dann auf unsere Seite. Vielleicht können wir dann eine zweite Front gegen Schweden und Norwegen eröffnen. Da können wir das gut mitmachen. Irak und Iran. Wie viel bekommen wir im Moment? 1,9 täglich. Keine Wahlen. Sind eigentlich schon 20% faschistisch. ich glaube, hier machen wir das auch. Aus zwei Gründen. Zum einen haben die auch sehr viele Ressourcen, die wir natürlich wollen. Öl, hier, überall. Der zweite Grund ist, dass wir somit auch eine zweite Front gegen Britisch-Indien und vielleicht irgendwann Japan und so eröffnen könnten. Das wäre eine gute Investition. Ein guter Plan. Hier die Offensive ist mittlerweile etwas sinnlos geworden. Und ich glaube... Portugal, was ist das hier? Vereinigtes Königreich. Wir haben hier den Nachschubmangel-Typi. Ich würde sogar sagen, wir pushen einmal quer durch die Wüste nach Süden. Ist natürlich riskant. Aber irgendwann müssen wir es theoretisch machen. Und im Grunde genommen können die weitergehen, bis ganz Afrika eingenommen ist. Jetzt gucke ich mal kurz, wie die dann vorrücken würden. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ja, da durch den Engpass, dann runter durch Belgien.
Ja, das sieht eigentlich gut aus. So, wenn ihr da seid, dann macht bitte. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, Afrika dann komplett einzunehmen. Deutsch-italienisches Technologieabkommen. Italien schlägt einen Austausch von Technologien und Ideen vor, der unsere beiden Nationen einander näher bringen und uns beide stärken könnte. Hervorragende Idee. Oder deutsche Technologie ist nur für das deutsche Volk, politische Macht minus 10 und abgelehnt und ja, ich meine, im Grunde genommen müssen wir ja akzeptieren. Wieso sollten wir auch nicht? Ich meine, Italien ist mittlerweile wohl einer unserer kompetentesten Verbündeten, wenn man das mal so sagen darf. Liberia kapituliert, ja, war nicht sonderlich überraschend hier unten. Ja, Italien, wie gesagt, fast ganz Nordafrika und Ostafrika und hier die ehemalige Sowjetunion. Und ja, hier sind wir auch noch ein bisschen gut am Durchpushen. Versenken mehr Konvois. Das ist immer schön zu sehen. Wir haben lange keine Konvois mehr verloren, was mich echt wundert. Gerade jetzt, wo wir intensiv mit Amerika hier handeln und eigentlich man meinen könnte, dass der ganze Handel ja auch durch hier den Ärmelkanal läuft, wie man ja hier sehen kann, dass der abgefangen würde. Aber dem ist wohl nicht so, aus irgendwelchen Gründen, die sich mir nicht so ganz erschließen. Gut, wie sieht's bei euch aus? Ihr könntet theoretisch angreifen. Und es sieht auch eigentlich ganz gut aus. So. Nächste Panzerabwehrdings ist fertig. Dezember 41. Dann könnten wir jetzt mit den besseren Waffen anfangen. Und das werden wir auch tun. Denn bessere Waffen sind bessere Waffen. Da lässt sich nichts irgendwie groß dran rütteln. Wie sieht's bei euch aus? Macht ihr mittlerweile was? Ihr baut eure Armee auf, so wie es aussieht, Marine immer noch nicht. Da hat sich auch nichts getan. Warte. Kriegsplan rot. Was ist Kriegsplan rot? Okay, gegen das Empire, so wie es aussieht. Also gegen England sozusagen. Weiß ich nicht ganz wieso, denn die sind doch schon im Krieg dabei. Oh, Bulgarien steht kurz vor der Kapitulation. Das ist gar nicht geil. Und das Osmanische Reich auch. Wahrscheinlich wegen Istanbul. Ja, das könnte sein. Dann sollten wir hier eigentlich so schnell wie möglich durchpushen und danach hier einen großen Satz nach Osten machen. Damit Bulgarien und die Türkei nicht kapitulieren. Denn wenn die kapitulieren, ja, das wäre nicht so gut für uns. Ich meine, das ist jetzt nochmal eine Hürde hier, einfach über den Seeweg da zu kommen. Aber wenn wir dann mal da angekommen sind, dann dürfte es eigentlich ziemlich schnell gehen da. Wir versenken Schiffe. Schwedische Schiffe. Drei Zerstörer, ein Schwerekreuzer und sechs englische U-Boote. Das sieht man immer gerne. Guckt euch diese ganzen italienischen Truppen an. Holy crap. Wie viele Divisionen habt ihr? 324. Wie viele haben wir? 200. Die haben mal mehr als 100 mehr als wir. Was aber auch nichts aussagt, denn ich weiß nicht, wie die von der Qualität her sind. Die haben natürlich gerade durch diesen Bastenland hier sehr viel. Oh nein! Ach so, das war. Großalbanien war nicht auf unserer Seite. Okay. Ich dachte für einen Moment, dass Albanien auf unserer Seite wäre. Das ist aber auch schwierig, wenn man mehrere Kampagnen irgendwie gleichzeitig spielt oder simultan, dann kommt man schon irgendwie durcheinander. In einer Kampagne sind die auf der Seite und der nächsten auf der anderen Seite.
Ah, Gott. Und was für die Kampagne ja nochmal super das Ganze erschwert ist, ja, das sind diese ganze Japan-Situation. Und diese ganze USA-Situation. Also da, das ist schon nicht normal. Aber wem sage ich das? Ich meine, ihr seid ja jetzt, also die, die bis hierhin geguckt haben, die sind ja auch schon etwas länger dabei. Und ja, ich glaube nicht, dass irgendjemand hier einsteigt. So, hey, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja. So, M-Klasse ist fertig. Und ich glaube, ja, die U-Boote sollten wir nochmal erforschen. Und dann sehen wir erstmal weiter, weil ich glaube, wir machen in der nächsten Folge weiter. Sind jetzt schon wieder bei 20 Minuten und ich freue mich wie immer, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, ciao.